Ich verstehe natürlich, dass es Zwischenräume gibt, zwischen dem Aquarium und deinem Schicksal. Doch für uns ist interessanter nicht das Aquarium, sondern du. Es gibt einen Ort, und ich spüre, dass es nicht ausgedacht ist, an dem du den Höhepunkt deiner Karriere erlebt hast, nämlich als Resident in einem Berghotel. Kannst du es uns nennen? Nein, das darf ich nicht. Lass es uns so sagen. Alles, was tatsächlich gemacht wurde, von dem lass uns Abstand gewinnen. Ich erzähle dir vom Mechanismus selbst, wie es gemacht wurde. Verstehst du? Die Hotels sind doch alle gleich. Ich erzähle dir davon, wie es gemacht wird. Ist es in unserem Hotel ähnlich? Natürlich, ein gewöhnliches Hotel. Wie wird das gemacht? Wir suchen nach einem Hotel, wo zum Beispiel ständig übernachtet wird. Wir prüfen anhand der Bücher mittelgroße Hotels. Wir suchen ein Hotel, das verkauft wird. Verstehst du? Ja, wir suchen nach diesen Hotels. Dieses da wird verkauft, das, das und das. Zeig einfach so, wie und wo, wo sich die Bar befindet, etwas konkreter. Zeig mir irgendein Hotel und ich zeig dir, wie das gemacht wird. Komm, lass uns runtergehen. Bitte, gehen wir. Komm her. Komm her. Da, schau mal dorthin. Setz dich in diese Ecke. Setz dich dorthin. Das ist gerade so eine Ecke. Ganz genau. Dahin? Nein, weiter. Setz dich in die Ecke. Hierhin? Ja, ja. Weiter. In die Ecke. Ans Fenster? Ans Fenster. So bist du dort gesessen. Jetzt, was mache ich? Ich komme rein und sehe dich dort sitzen, zeige das aber nicht. Ich bestelle mir ein Gläschen. Hier bestelle ich ein kleines Gläschen. Verstehst du, worin das Wichtigste besteht? Ich muss dich einmal anblicken, damit ein Kontakt zustande kommt. Ein Funke soll überspringen. Verstehst du? Ich nehme das Gläschen, so, und Blick. Ich muss ihn spüren, und du musst ihn spüren, diesen Blick. Nichts mehr. Ich trinke aus, und das war's. Ich gehe. Mehr mache ich nicht. Ich stelle es hin und gehe weg. Aber morgen komme ich wieder. Und wenn ich morgen dich dort wiedersehe, bestelle ich mir diesmal einen großen Krug. Diesmal einen großen. Ich drehe mich zu dir um und du musst mich erkennen. Verstehst du? Das Wichtigste ist, dass du mich erkennen musst. Du musst mich wiedererkennen. Und du musst mich einladen. Ich muss zu dir so rüberschauen, dass du mich zu dir einlädst. Verstehst du? Und ich gehe mit meinem Krug zu dir, ich lächle, so wie jetzt, und setze mich hin und sage guten Tag. Und ich stelle mich dir vor. Ja, du stellst dich vor. Ich stelle mich vor. Wir nehmen diesen Krug, stoßen an und trinken. Das ist eine Kontaktaufnahme, verstehst du? Das ist Profiarbeit. So sollte es sein. Und da beginnst du bereits, oder nicht? Nein, ich fange nicht an. Ich beginne zu trinken. Das heißt, dass es unsere ersten Tage sind. Der erste Tag meiner Arbeit. Das ist dieser Funke. Der zweite Tag, wir kennen uns bereits, wir reden über alles, über nichts. Und das war's. Morgen beginnt die Arbeit. Heute betrinken wir uns. Morgen werde ich dich anwerben. Was mache ich heute? Das Wichtigste ist, festzustellen, wofür du dich interessierst. Nur das. Damit fange ich an. Jeder Mensch... Du sagst aber morgen. Du hoffst, dass er morgen da sein wird? Ja, natürlich. Oder meinst du, dass es hier noch etwas gibt, dass es irgendwo dann länger wird? Nein. Schau her. Erstens, hier haben wir Platz. Dort tanzen die Menschen. Dort essen sie zu Abend. Hier trinken sie Bier. Und ich sehe dich bereits in meiner Psychologie. Ich weiß, dass du morgen dort zu Abend essen wirst. Du wirst nicht Bier trinken. Ich weiß nicht warum, ich kann das nicht erklären. Ich weiß, dass du morgen dort zu Abend essen wirst. Und ich werde dich morgen dort anwerben. So, packe ich dich am Hals. Jahre hat man mich dafür ausgebildet. Bist du ein Parapsychologe? Nein, nein. Ich bin einfach ein Geheimdienstmitarbeiter.
Und so fangen wir an zu reden. Das ist alles so einfach. Und an dem Tag, wenn wir uns hinsetzen, um Bier zu trinken, reden wir nicht über ernsthafte Sachen. Wir reden über das Wetter, egal worüber. Wir trinken einfach Bier. Das heißt, der erste Tag ist ein Funke, ein erster Kontakt. Der zweite Tag, wir werden, sagen wir mal, Bekannte. Ich kann dir bereits auf die Schulter klopfen. Das ist die Aufgabe des zweiten Tages, dir am Ende auf die Schulter klopfen und sagen zu dürfen, gut Kumpel, bis morgen. Und so weiter. Das ist der Sinn. Und wenn ich das erreiche, werde ich nachts gut schlafen. Ich habe gut gearbeitet. Alles ist bestens. Was für ein Endziel hat dieses lange, komplizierte Programm, das darauf gerichtet ist, einen Menschen wie eine Spinne zu fangen? Folgendes. Es geht nicht um diesen konkreten Menschen. Die Idee ist eine ganz andere. Es gibt amerikanische, britische, französische Militärstützpunkte. Und darum sind 15 Reihen Stacheldraht. Da kannst du unmöglich rein. Aus dem Grund greifen wir uns den Menschen, wenn er rauskommt. Verstehst du? Eine Maus sitzt in einem Loch. In dem Loch kannst du nicht an sie ran. Wenn sie aber rauskommt, dann fangen wir sie, diese Maus. Jedes Objekt, jeder Stützpunkt, der uns interessiert, hat noch zusammenhängende Objekte. Nehmen wir mal den KGB. Der KGB hat Pionierlager, wo sich die Kinder erholen. Irgendwo sind Tennisplätze, wo sie hingehen. Es gibt solche Plätze. Wir können jedes Objekt nehmen. Zum Beispiel die amerikanische 6. Seeflotte. Es gibt einen Platz, zum Beispiel ein Erholungsheim oder ein Restaurant, das einer besucht und dann den anderen sagt, ein gutes Restaurant. Und sie besuchen dann alle dieses Restaurant. Wir suchen danach und werfen unsere Netze aus. Und an diesen Plätzen fangen wir sie. Heute vielleicht nur einen, vielleicht den zweiten, vielleicht auch den dritten. Das ist unsere Mausefalle. Eine Maus, die zweite, die dritte. Sie erscheinen dort, wir prüfen sie und fangen sie. Worin bestand meine Arbeit? Ich musste den Kontakt herstellen, musste mit ihnen reden. Nur das. Nur reden. Wenn ich diese Menschen... Wenn sich unsere Blicke zum ersten Mal kreuzten, wenn ich mit diesem Menschen dann zusammen Bier trank, dann am dritten Tag scheint es einem, oh Gott, was ist das? Eine Sekunde, zwei Sekunden, zwei Minuten, drei Minuten, eine gewaltige Anspannung der Nerven. Nun sitzen wir und fangen an, mit ihm zu reden. So wie wir beide jetzt. So wie wir jetzt. Ja, worin besteht meine Arbeit? Ich erkläre dir die Technik. Jeder Mensch hat irgendwelche Werte. Ich muss nicht reden, wenn ich mit dir bin. Wichtig ist, dass ich dir zuhöre. Jetzt rede ich, doch im Normalfall, wenn ich dich anwerbe, spreche ich nicht. Ich höre zu. Verstehst du? Das ist das Einzige, was ich lernen muss. Dir zuhören. Ich muss Themen einwerfen. Bei irgendeinem Thema wirst du schon anbeißen. Ich weiß ungefähr, welche Themen die Menschen interessieren. Es gibt nur wenige solcher Themen. Sehr wenige. Gesundheit. Interessiert dich Gesundheit? Ich weiß, dass dich die Gesundheit interessiert. Dich interessiert dein Wohlstand, deine Zukunft, vielleicht auch das Geld. Geld in dem Sinne, dass es deine Rettung ist. Oder du siehst deine Rettung in der Rettung deiner Seele. Vielleicht ist es die Religion. Und ich werfe diese Themen ein. Oder du willst die Welt vor einem Atomkrieg bewahren. Vielleicht ist das deine Rettung. Oder Deutschland vom Faschismus befreien. Vielleicht ist das deine Rettung. In diesem Augenblick probierst du wie auf einem Klavier? Ja, ich probiere aus, was besser klingt. Zum Beispiel das Thema Sex. Nein? Interessiert nicht? Irgendwo triffst du dich schon mit einer. Ist nicht interessant, sagst du. Gut. Alkohol zum Beispiel. Aha. Nein, reagiert nicht. Sport? Fußball? Nein. Eishockey? Nein. Du hast eine Idee, sie sitzt bei dir hier, ganz oben. Du bist bereit, sie auszukippen. Ich muss nur feststellen, wo deine Idee liegt. Du hast angefangen zu sprechen. Aha, gut. Ich hab's kapiert. Jeder Mensch hat hier eine Idee, die dir hier oben wie, verzeih mir, wie Brechmasse steht. Sie ist hier. Jeder Mensch hat etwas, was aus ihm nach außen drängt. Er braucht einen Zuhörer. Du brauchst einen Zuhörer. Ich brauche einen Zuhörer.
Ich greife es auf, dieses Thema. Du beginnst zu erzählen. Ich muss dir nur aufmerksam zuhören. Ich hab dich. Du gehörst mir. Danach könnte es verschiedene Annäherungsmethoden geben. Du hast mich gefunden, ich bin der Zuhörer. Du bist Erzähler, ich höre zu. Den ganzen Müll, den Dreck, den du redest, den höre ich mir an. Den ganzen Unsinn. Und ich sage, ja, ja, furchtbar interessant, sowas. Meine Arbeit besteht nur darin zu sagen, oh Gott, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Wie ergreifend das ist wundervoll, erschütternd. Das ist meine Arbeit. Du steigerst dich immer weiter hinein. Unmöglich, einen Menschen zu stoppen, wenn er einen Zuhörer hat. Also, im Weiteren kann es eine sehr lange Annäherung geben. Ich kann dich langsam in die Sache hineinziehen. Verstehst du? Langsam. Mach mir bitte das, dann gebe ich dir dafür ein Geschenk. Mach dies und jenes und so weiter. Oder ich sage es dir direkt ins Gesicht. Ich mache dir knallhart einen Vorschlag. Einfach so. Wie im Buch? Wie im Buch. Das Buch ist im Prinzip auch dafür geschrieben worden. Ich erkläre dir die Technik. Ich gebe zu, es ist interessanter als im Lehrbuch. Das heißt, manchmal macht man es knallhart. Ich verstecke mich nicht. Ich bin ein russischer Spion. Ich verberge das nicht, verstehst du? Der Grund besteht darin, dass die örtliche Spionageabwehr, die Polizei, weiß, dass ich ein Spion bin. Was verberge ich vor den Menschen? Meine Verbindungen. Weil ich 1000 Freunde habe, 1000 Freunde. Zwei davon geben mir Informationen. Ich treffe den, den oder den. Sollen sie doch versuchen, mich 24 Stunden zu überwachen, wenn ich mich mit Menschen treffe und rede. Wer gibt mir Informationen? Wir sind Tausende, Zehntausende. Verzeih mir die Frage, sehnst du dich jetzt nicht nach dieser Arbeit? Und ob ich mich danach sehne? Nein. Das Wichtigste, was ich für mich gefunden habe, ist die Militärgeschichte. Ich kann alleine sein. Hier sind meine Bücher. Ich mache ständig Entdeckungen. Ständig. Doch wir bereuen immer etwas im Leben. Ja, ich sehne mich nach dem Geruch der Panzer. Dieser Geruch. Der Motor wird angelassen. Die Soldaten springen herum. Danach sehne ich mich. Das sind meine Berufe. Ja, natürlich. Genf ist der Tummelplatz der Illegalen. Da haben die sowjetischen Diplomaten, Journalisten und so weiter unter der legalen Deckung gearbeitet. Doch über uns gibt es Menschen von einer noch höheren Klasse. Das sind die Illegalen. Unsere Arbeit bestand darin, sie zu versorgen. Wir wissen nicht, wer sie sind und was sie sind. Nehmen wir mal an, aus Moskau kommt ein Telegramm. Man soll das Geld hier deponieren. Wir deponieren es hier. Ich suche zum Beispiel nach einem Platz, um ein Signal zu setzen. Man muss ein Signal setzen. Ich nehme diesen Stadtplan. Aha, ich kenne Genf ein wenig. Ich suche für mich einen guten Platz aus und sage mir, aha, da wird's wohl sein. Hier. Hier gibt es ein kleines Wäldchen, einen Park. Ich nehme eine kleine Reißzwecke und stecke sie in den Pfosten rein. Und das ist ein Signal. Ein Signal für irgendjemand. Ich weiß es nicht. Zum Beispiel will jemand Moskau sagen, dass bei ihm alles gut ist. Er setzt dieses Signal, steckt den Reißnagel in den Pfosten. So. Moskau aber sagt uns, bitte am 1. September überprüfen. Ich muss dann überprüfen, dass es einen solchen Pfosten noch gibt, dass er auf dieser Kreuzung steht. Ich gehe hin, überprüfe, ja, die Pfosten stehen, richtig. Darf man sie benutzen? Ich komme näher. Dort aber stecken bereits um die 30 solcher Heftzwecken. Die Spione aus verschiedenen Botschaften benutzen das gleiche Signal. Der ganze Pfosten ist voll mit diesen Reißzwecken. Man benutzt ihn vielleicht bereits seit 30 Jahren. Einige Nägel sind schon verrostet. Nein, so ein Signal kann man nicht benutzen. Man muss nach einem neuen suchen. Alle Pfade hier sind schon ausgetreten. Oder nehmen wir an, du hast irgendwo in einem Restaurant eine Begegnung, setzt dich hin, arbeitest und plötzlich siehst du dort den dritten Sekretär aus der amerikanischen Botschaft sitzen. Aha, da fangen sie schon an, jemanden zu bearbeiten. Dort arbeiten die Deutschen. Aha, sie schauen auf dich. Das ist ein Tummelplatz der Weltspionage. Hier gibt es einen sehr interessanten Platz. Hier ist ein Park und hier ein Denkmal. Darauf steht geschrieben, den Soldaten von Genf.
Und dort stehen noch Zeitangaben, 1914, 1918. Unten aber hat man noch dazu geschrieben, 39, 45. So kam einmal ein Befehl. Im Zentrum von Genf, auf einer Kreuzung, wollte man ein Signal haben. Ich sollte dieses Signal auswählen. Und ich beschloss dafür, dieses Denkmal zu benutzen und das Signal mit einem Lippenstift zu setzen. Und plötzlich kommt, nehmen wir mal an, ein Befehl. Signal, Denkmal. Jeden Abend nach 9 Uhr prüfen, ob das Signal bereits gesetzt wurde. Ich weiß nicht, was dieses Signal bedeutet, wer es setzen würde, wozu man es setzt. Ich als Spion gewähre jemandem Hilfestellung. Wenn ich aber abends allein in den Park ginge, und zwar an einem Tag, am nächsten, am dritten, das wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Hier würden sie mich sehr schnell entdecken. Das heißt, ich muss mir etwas einfallen lassen, nach einem Ausweg suchen. Was soll ich tun? Mein Sohn wurde damals 2 Monate alt. Aha. Ich sage, Tanja, jetzt wirst du zur Spionagetätigkeit hinzugezogen. Ich sitze zu Hause. Wenn ich zu Hause bin, ist es in Ordnung. Sie geht mit dem Kinderwagen und spaziert dort beim Denkmal. Sie kommt dann zurück und sagt, alles sauber. Gut, der nächste Tag. Sie macht sich nicht verdächtig. So war mein Sascha, als er 2 Monate alt war, an streng geheimen Spionageoperationen beteiligt. Als sie dann das Signal gesehen hat, kam sie zurück und sagte, dort ist ein Strich. Aha, jetzt laufe ich aber nicht einfach hin. Nein, hier ist bereits alles ausgearbeitet. Ich nehme den Telefonhörer und rufe die sowjetische Botschaft an und sage, ich habe heute Kopfschmerzen. Man sagt mir, nimm Codis ein, eine englische Arznei. Hilft wirklich gut. Ich antworte, Codis, ja? Das war's. Wir haben bereits gesprochen und schon geht eine dringende, verschlüsselte Meldung nach Moskau ab. Das Signal wurde empfangen. Das war's. Und diese Arbeit in Genf ist eine unscheinbare Tätigkeit. An sich nichts Besonderes, verstehst du? So, als wenn man Sekretär bei Brezhnev wäre. Niemand sieht dich. Niemand kennt dich, bis du einen Fehler machst. Sobald du aber einen Fehler gemacht hast, bricht die Hölle los. Sag mal, gab es einen Platz, den du für dich vorbehalten hast, nicht für die Arbeit? Einen stillen Platz, wo du dich einfach ein wenig ausruhen konntest? Ja, für 2 Minuten. Ja, ich hatte einen solchen Ort. Hier wusste ich, dass mich niemand beobachten oder abhören konnte. Und das ist in der Stadtmitte. Und ich weiß, dass es hier niemanden gibt. Ich schalte für 2-3 Minuten ab. Ich schalte ab, ich bin ganz weg. Ich lasse die ganze Arbeit, die ganzen Probleme hinter mir. Und dann, wenn dieser Ort hinter mir liegt, schalte ich mich wieder ein. Das ist sehr leicht. Schau her, das ist dieser Ort. Hier verläuft eine Straße und dann führt sie unter den Bahngleisen durch. Hier ist eine Brücke. Ich gehe unter dieser Brücke und in diesem Augenblick weiß ich, dass mich niemand sehen kann. Ich gehe und ich weiß, dass mir niemand entgegenkommt und niemand hinter mir geht. Ich gehe, drehe mich um, niemand ist hinter mir. Und dann schalte ich für 2 Minuten ab. 2 Minuten später und ich schalte mich wieder ein. Das heißt, wie der einfältige Ivan im Märchen in einen Lebensborn eintaucht. Ich tauche da ein und am anderen Ende bin ich schon etwas anderes. Am anderen Ende tauche ich als ein anderer Mensch wieder auf. Das wäre dann schon die ganze Romantik. Er steckte irgendwelche Reißnägel in Pfosten, wartete auf eine Lippenstiftspur, die jemand hinterlassen hatte, traf sich mit jemandem in den Schweizer Restaurants, spazierte am Ufer des Genfersees. Ja, und wenn er allein blieb, dachte er. Dachte und dachte. Immer über das Gleiche nach. Stalin, Hitler, Divisionen, Daten, Namen. Man würde wohl fragen, was geht einen wohlsituierten Karrierediplomaten und Geheimdienstler ein Krieg an, der bereits seit langem vorbei war? Mit unbegreiflicher Hartnäckigkeit sammelte er Daten, analysierte, verglich. Es hätte wohl jeder von uns machen können. Hätte machen können. Doch nur er hat es getan. Allein. Im Geheimen. Ohne jegliche Hilfe der anderen.
ohne jegliche geheime Dokumente und geheime Archive. In das wichtigste Geheimnis der Sowjetunion drang er buchstäblich durch die geöffnete Tür ein. Für einen Berufsgeheimdienstler ist das die höchste Meisterklasse. Und nicht umsonst bekam er Diplome mit Auszeichnung. Die Militärdiplomatische Akademie könnte auf einen solchen Absolventen stolz sein. Doch sie ist es nicht. Ein Major, Kommandeur eines Ausbildungszuges, ein misslungener Geheimdienstler, schreibt darüber, dass er deswegen geflüchtet ist, weil er die Notwendigkeit, die Sehnsucht danach hatte, ein solches Buch zu schreiben, das er in der Sowjetunion nicht schreiben konnte. Für mich zum Beispiel, für einen Militärangehörigen, ruft der Lärm um dieses Werk von Suworow Verwunderung hervor. Dieser, sagen wir, halbgebildete Offizier im Truppendienst und beim Geheimdienst hatte die Sehnsucht, die Politik der Sowjetunion zu entlarven. Wer den Krieg angefangen hat und so weiter und so fort. In der Sowjetunion konnte er das nicht machen. Dort aber hat er das gemacht. Ich weiß nicht, wie Sie es finden. Für uns aber klingt es irgendwie einfach lächerlich. Nein, nein, da gibt es nicht viel zu lachen. Denken wir an das Schicksal all jener, die es wagten, bis an die wichtigsten Geheimnisse der Sowjetunion durchzudringen. Das Schicksal von Alexander Solzhenitsyn, Andrei Sacharow, Wladimir Bukowski, Alexander Sinowjew, Peter Grigorenko und noch viele, viele andere. Was für große Namen. Und es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was den unbekannten Hauptmann Resun erwartet hätte, wenn er riskiert hätte, jemandem davon zu erzählen, womit er sich in der Freizeit beschäftigte. Ihn hätte man nicht in den Westen abgeschoben, nicht einmal in Handschellen. Und man hätte ihn auch nicht gegen einen berühmten westlichen Kommunisten getauscht. Man hätte ihn stattdessen hinter Mojai verbannt, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Dann wäre er in den unermesslichen Weiten der wunderschönen Heimat als ein degradierter Offizier untergegangen, indem er sich in den Arbeitsfrontkämpfen hätte abhärten müssen. Doch sein wichtigstes Buch hatte er trotzdem geschrieben. Ein grausames Buch, ein umstrittenes, das niemanden unberührt lässt. Er hat uns gezwungen, viele Ereignisse unserer Geschichte mit anderen Augen anzusehen. Der Hauptgedanke des Buches Der Eisbrecher klingt für einen Sowjetmenschen schrecklich. Der Zweite Weltkrieg wurde von Stalin und von dem kommunistischen Regime entfesselt. Ja, behauptet Suworow, die Sowjetunion war zum Krieg nicht deswegen unvorbereitet, weil sie sich schlecht vorbereitet hatte, sondern weil sie sich auf einen anderen Krieg vorbereitet hatte. Man bereitete sich auf die Eroberung von Europa vor und danach auch auf die Eroberung der ganzen Welt. Bis zum Endsieg des Kommunismus. Stalin kam zu spät. Hitler überfiel als erster.